Das Gebäude entstand 1911 in der damaligen Viktoriastraße unter der Regentschaft Wilhelm II. Von den historischen Elementen ist vieles erhalten. Die Fassade und die Dachform im Heimatstil, die Postfuhrschuppen, die Gliederung der Innenräume und die originale Einfriedung. Das Gebäude ist so angelegt, dass es praktisch zum Teil des Parks wird.